Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DAX-Check, auch am heutigen Montag. Zum Vorbeginn des Wochenendes hat der DAX zuletzt deutlich zugelegt, hat die 14.000-Punkte-Marke zurückerobert, nachdem es zuvor noch relativ schlecht aussah. Wir teilweise unter 13.500 Punkte notierten, kam mit dem starken US-Markt am Freitag die Zuversicht zurück. Wir befinden uns jetzt wieder im Bereich der 50-Tage-Linie, haben die psychologisch wichtige 14.000-Marke zurückerobert. Noch ist der Abwärtstrend zwar intakt, doch auch hier fehlt jetzt gar nicht mehr so viel. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass wir auch in der neuen Woche diese 14.000 Punkte verteidigen können. Die Indikationen haben zuletzt darauf hingedeutet, dass wir jetzt erstmal wieder unter dieser Marke eröffnen könnten. Von daher, es bleibt weiter spannend. Wir sehen jetzt einmal die DAX-Tafel. Erste Kurse sind da und wie erwartet etwas tiefer starten wir in den Handel. Allerdings nur 13.990 Punkte. Es fehlen nur wenige Punkte, um wieder die 14.000er-Marke zu erobern. Entscheidend werden hier wieder einmal auch die Vorgaben aus den USA heute Nachmittag sein. Denn man hat es in den vergangenen Wochen gesehen, vor allem die Entwicklung bei den Tech-Werten im Nasdaq gibt auch für den DAX die Richtung vor. Hier war die deutliche Erholung am Freitag spürbar, was den DAX weiter beflügelt hat. Entscheidend bleiben dabei natürlich weiterhin die Aussagen von der US-Notenbank, wie es mit dem Zinsumfeld weitergeht. Hinzu kommt die anhaltend hohe Inflation, die Angst vor einer Stagflation. Von daher, hier bleiben weiter viele Risiken. Die Ölpreise sind weiter hoch. Der Ukraine-Krieg lässt sich einfach nicht schnell lösen. Die Risiken bleiben hoch. Doch wie gesagt, wir haben es gesehen, bei 13.500 Punkte sind noch immer viele Schnäppchenjäger am Werk. Hier kommen immer wieder Käufer in den Markt und das ist ein gutes Zeichen. Und jetzt kämpfen wir eben darum, die 14.000er-Marke zurückzuerobern. Sollte das gelingen, dann kann man auch wieder über eine Long-Position nachdenken. Vorerst bleiben wir aber noch an der Seitenlinie und warten ab, ob die Trendwende bereits nachhaltig ist. Ich wünsche Ihnen heute noch gute Kurse und dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen, wenn es einen weiteren DAX-Check gibt. Bis dahin.